Ich begrüße euch im Reich des Traumzauberschmetterlings. Hier findet ihr Geschichten von Drachen, Elfen, Feen, glatzköpfigen Bären und noch vielen anderen kleinen und großen Abenteuern. Dieses fantastische Kinderbuch stammt von der Autorin Manuela Deutschland und Gabi Hiller hat dazu tolle Zeichnungen entworfen. Neugierig geworden? Dann möchte ich euch gern eine Leseprobe bieten. Zur Geschichte »Das Haus der Sylphen«. Als die Menschen noch nichts über Einhörner, Feen und Drachen wussten, gab es eine Welt, die mit vielen seltsamen Geschöpfen bevölkert war. Doch diese Welt war gegenüber der unsrigen winzig klein, und deshalb nannte man sie das Farnwedelreich. Über den farbenprächtigen Landschaften befand sich ein immer blau schimmernder Himmel, der die Grenze zwischen dem Reich und der Menschenwelt war. Da sich über dieser Welt der Atlantik befand und sich niemand besser fortbewegen konnte wie die Luftgeister, wachten die wendigen Sylphen über das Reich. Die wolkenartigen Gebilde waren in Form und Größe ebenso wandelbar wie in ihrer Farbe. Meist waren sie weiß, manchmal fast durchsichtig, doch wenn sie verärgert waren, dann wurden sie feuerrot. Inmitten des Reiches befand sich ein Hügel aus purpurfarbenem Sand. Darauf stand ein rundes Häuschen, welches von einem weißen Zaun umgeben war. Rundherum blühten Blumen in vornehmlich roten Farbtönen. Hinter dem Haus jedoch befand sich eine kunterbunte Blütenpracht, welche in einem Kreis gehalten war. Hier lebte Muriel, die Kräuterhexe. Sie hatte es vorgezogen, allein zu leben, fernab von all den anderen. Es gab auch eine Stadt für Hexen, doch für Muriel war dies nichts. An diesem Ort gab es keine echten Pflanzen, zaubern durfte man nicht richtig und die Hütten standen für ihren Geschmack viel zu dicht aneinander. Aber hier fühlte sie sich wohl, und solange sie denken konnte, hatte es keinen Tag gegeben, den sie nicht ausgiebig genossen hatte. Es sei denn, die Sylphen waren wieder rot angelaufen und verdunkelten so den Himmel, dessen Farbe die kleine Hexe doch so liebte. Doch selbst wenn die Hexe gewollt hätte, sie könnte diesen Ort nicht einfach so verlassen, denn das kreisförmig gewachsene Blumenbeet war ein Elfenring, Muriels Erbe und zugleich ihre größte Aufgabe. Nun, ich will natürlich nicht alles verraten, was es mit diesem Elfenring auf sich hat, welche Abenteuer sie noch erleben wird, was sie noch für Wesen treffen wird, was die Autorin sich alles hat allen vereinfallen lassen, um diese Welt lebendig und spannend zu gestalten, das erfahrt ihr im Traumzauberschmetterling. Guten Morgen, kleiner Bär. Wo hast du nur die Glatze her? Ja, wo hat dieser kleine Bär seine Glatze her? Auch das erfahrt ihr im Buch der Traumzauberschmetterling. Im silbrigen Gewand fand er die Muse, schickte einen Traum, ihr zum Gruße. Hast nicht gesehen, hast nie berührt, was deine Sinne zum Träumen verführt. Sanftes Erwachen, ein lächelndes Kind, das hat der Wunschbringer heute im Sinn. Mit Wunschbringer meine ich natürlich den Traumzauberschmetterling, der durch das gesamte Buch führt. Und was es genau mit ihm auf sich hat, das müsst ihr schon selber lesen. Das reicht euch nicht? Ihr möchtet noch eine Geschichte hören? Na gut, eine klitzekleine. Zwischen Himmel und Erde. Es gibt viele Verbindungen zwischen Himmel und Erde. Zum einen fliegen die Vögel hoch hinaus und auch Flugzeuge und Raketen düsen durch die Lüfte. Doch das sind auch noch die Traumzauberschmetterlinge, die sich unsichtbar zwischen dieser und jener Welt bewegen. Die Ältesten unter ihnen flattern sogar hin und wieder zur Sternenstaubbrücke der Milchstraße, um mit dem Mond und den Sternen zu plaudern. All das Wissen derer, die beinahe unerreichbar weit über uns sind, ist so alt, dass selbst der winzigste Stern eine Menge zu berichten hätte. Zwar können sie nicht alles verstehen, was auf Erden vor sich geht, dafür können sie aber alles ganz genau sehen. Nein, der Mond sieht natürlich nicht, ob ihr zugedeckt seid oder ob ihr eure Socken unters Bett habt fallen lassen. Er sieht die Ozeane, die Vulkane und die Ländereien. Alles andere ist für ihn so winzig, dass er ohne die Besuche der Schmetterlinge nicht einmal wüsste, dass es dort noch viele andere Dinge gibt.
Trotz allem ist der Mond, den die Sterne liebevoll Mondin nennen, so oft von Langeweile geplagt, dass er manchmal vor Schreck zusammenzuckt, wenn ihn einer der großen Traumzauberschmetterlinge anspricht. Doch dann ist die Freude wieder so groß, dass er sich vor lauter Aufregung aufplustert und manchmal sogar rot anläuft. Eines Tages dachte er sich, nun wäre es an der Zeit, auch mal eine Geschichte über ihn und die Sterne zu erzählen. Seither erzählen die Traumzauberschmetterlinge auch die Geschichte von Joseph und den Sternen. Aber mehr verrate ich euch jetzt wirklich nicht. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss und vielleicht sehen wir uns ja wieder im Traumzauberschmetterling. Tschüss!